Ach komm! Der hat den Bolzen noch nicht mal richtig aufgelegt in den Lauf. Der kann noch nicht so schnell schießen. Der hätte sich da voll die Finger weggeploppt dabei. So, speichern. So wie er das gemacht hat. Da wären die Finger schon abgewesen, wenn er da schon sofort einen Abzug gedrückt hätte. Denn dann hätte die Sehne ihm alles weggeschnitten. Ach komm, jetzt mach doch mal hier. Die greifen ja nur noch mit Wirbelangriffen an. Das ist ja nervig. So, jetzt noch du. Jetzt haben wir es mal eine Pause verdient. Meine Güte, das lief auch schon besser, muss ich sagen. Eigentlich wollte ich gar nicht mit Fleisch. Na gut, was soll's. Dann eben Brotzeit. Und noch ein Stück. Wunderbar, speichern. Speichern, habe ich gesagt. Dankeschön. Gut, und dann kümmern wir uns mal um den Rest der Bande. Ach, kommt, ich höre jetzt auf, hier alles einzusammeln. Das ist auch ein bisschen nervig. Wenn es mir mal schlecht gehen sollte, kann ich ja nach Venga zurückkehren, um dann die ganzen Leichen zu plündern. Jetzt muss es erstmal nicht sein. So, oh je, ich glaube... Nein, mir fällt keiner an den Rücken, ich bin begeistert. Nein, ich gehe erstmal... Ach nein, scheiße, die haben beide Tarachs in der Hand. Also, wenn ich Tarach sage, meine ich diese großen Äxte, Hellebarden, was auch immer das darstellen soll, da von denen. Diese Gardewaffen eben. Die heißen, ich weiß nicht, ob sie ja auch so heißen, aber bei uns im Rollenspiel haben wir die Krush-Tarach genannt. Also Krush heißt ja generell einfach nur Waffe auf Orkisch. Mann, ich will doch gar kein Fleisch essen. So, zack. Ich drücke immer die falsche Taste. Krush heißt ja einfach nur Waffe auf Orkisch. Oder Klinge, ich weiß es gar nicht. Nein, ich glaube Waffe. Nein, doch, eine Klingenwaffe ist das, beziehungsweise eine Nahkampfwaffe, denn die... die Armbrusten heißen ja irgendwie anders. Nein, hier steht's auch dran. Krush-Tarach, okay. Die heißen, weiß ich gar nicht, gibt's hier mal zufällig eine? Nee. Hier steckt eine Tarach in der Wand, auch schön. Die hießen jedenfalls irgendwie anders. Ich weiß, Krush, ich glaube, die hießen Krush. Ich glaube, die die Nahkampfwaffen hießen Krush und die Fernkampfwaffen hießen Krush. So, noch kurz die Waffenbündel. Sehr schön. Ich glaube, jetzt sollten wir genug haben. Jetzt sollten wir 21 haben, denn ich glaube, ich hatte ja zigmal nachgeguckt in der letzten Aufnahme und bin immer wieder auf 17 gekommen. Und ich glaube, 20 brauchten wir, um da dieses Quest abzuschließen. Das heißt, wir sollten endlich genug Waffenbündel haben, um den Typen in Monterra zufriedenzustellen. Das ist schön. Wir sammeln natürlich trotzdem noch eifrig weiter, denn es kann ja immer mal wieder irgendwelche Missionen geben, in denen wir Waffenbündel auftreiben müssen. Das scheint ja hier doch öfter vorzukommen. Und ich weiß jetzt nicht, ob gerade das Spiel... Nein, ich wollte gerade sagen, ob das Spiel vielleicht hängen geblieben ist. Aber es hat sich ja doch noch wieder gefangen. So, da drüben ist noch eine Kiste. Ist jetzt auch egal. Ich will doch gar nicht alles einsammeln. Aber ich erliege immer wieder diesem Drang, dann es doch zu tun. Gehe ich jetzt... Ach komm, ich gehe Georg mal holen. Mal gucken, ob es funktioniert. Das Tor sieht etwas schlecht aus. Da scheint wohl mal ein Ork mit seiner dicken Rübe dagegen gerannt zu sein. Und ich habe gerade was Schönes gesehen, das uns gerade gleich mal die Statuswerte ein bisschen erhöhen wird. Nachdem wir diesen Speer ausgenommen haben, der sich da den Berg hinunter zu zucken versucht. Und ich meine auch nicht diese Truhe, nein. Sondern ich möchte... Ach, da hätte man mal gucken können wegen Krush und Krush und so ein Zeug. Sondern ich möchte diesen Mühlstein da benutzen. Genau. Bitte zeig mal, was du kannst, mein Freund. Yeah! Ich bin stark! So, gibt Stärke plus 5. Das ist wunderbar. Du darfst das Ding dann auch wieder runterschmeißen. Dankeschön. Schade, dass man immer bloß einmal benutzen kann. Aber ich finde es cool, dass man so im Vorbeigehen mal 5 Stärkepunkte mitnehmen kann, ohne auch nur irgendwelche Lernpunkte dafür ausgeben zu müssen. Und vor allem kommt noch dazu, dass die auch insofern lohnenswert sind, dass man... Oh, okay. Dass man die auch ohne... Komm mit. Dann wollen wir mal. Ja, ohne Oberlimit jetzt, ohne Obergrenze einsetzen kann, um seine Stärke zu erhöhen. Das heißt, also die funktionieren ja sowieso erst, wenn man stark genug ist, sie anzuheben. Das heißt, wenn man ein gewisses Stärkelevel erreicht hat. Aber wenn man das dann erreicht hat, dann kann man auch ohne Obergrenze sich die Stärke noch um diese 5 Punkte erhöhen. Das finde ich wirklich cool. Speichern.
Oh je, ein Schamane. Gut. Ja, zur Not kann man auch flüchten, das ist gut. Das muss ich mir im Hinterkopf behalten, falls das jetzt doch zu heftig wird. Zum Beispiel, wenn dieser blöde Schamane dort seine dumme Magie wirkt. Komm, stirb, stirb, stirb! Verdammter Bastard! So, du erstmal weg. Und jetzt müssen wir erstmal, ja, du kannst erstmal bleiben. Jetzt müssen wir erstmal unserem Freund in Nöten helfen. Nein! Noch einer! Ernsthaft? Oh, komm schon! Was? Ernsthaft? Wie viele sind denn das? Oh, scheiße. Ich glaube, es war keine gute Idee, Georg mitzunehmen. Ja, bitte spielt tragische Fiedelmusik ein. Das ist genau das Richtige jetzt. So fühle ich mich gerade. Gut, wir laufen erstmal schnell weg und gucken mal, was uns noch so an Orks folgt. Dann müssen wir eben die Hin- und Weglauf-Taktik vom Belagerungsring hier benutzen. So, du wirst mich zertreten, das ist richtig. Wie ein Wurm. So, Georg, komm mal hoch. Komm mal her. Ah ja, komm mal selber her. Oh je, mein Hals kratzt. Oh, ich bin ja so ein armes Huschel. Ja, ist schön. Ja, super, genau. Ich hasse diese Waffen. Die haben so eine übelste Reichweite, das geht mir auf den Keks mit den Dingern. Und da ja jeder so bewaffnet ist, ist das echt kackbratzig. Och, meh. Der muss mir gar nicht zugewandt sein, der trifft mich trotzdem immer, egal was er macht. Das ist nervig. So, speichern. Haben wir zumindest schon mal die paar beseitigt und wir sind wieder in Sicherheit mit Georg. Hier, hallo. Noch ein paar? Kommt her. Kommt her! Hier, ich bin noch da! Komm mit! Komm schon, sei kein Frosch! Sei kein Frosch! Oh nein, der Schamane ist mit da. Ja, das war jetzt dumm von mir. Ich habe noch auf den Schamanen hinten geguckt, deswegen habe ich die Attacke von dem ein bisschen zu spät gesehen. Oder ein bisschen zu spät realisiert, besser gesagt. So, erstmal den Elite-Krieger. Nein, 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 nein! Verdammter Schamane. Gluck. Nein, kein Fleisch. Ich wollte was trinken. Och Mensch, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Scheiße. Oh nein. Oh gut. Oh nein. Oh nein. Bitte komm schon. Glucks. Los, schneller. Oh gut. Der Host haut ja daneben. So ist das auszuhalten. Nein, 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 nein. So, der ist schon mal weg. Oh, ich habe gerade Angst um Georg hinten, ehrlich gesagt. Aber wir müssen jetzt erstmal den Feldherrn hier beseitigen. Ah, gut. Und noch ein Trank. Georg, gibt's dich noch? Lauf. Hier ist keiner? Ja, was macht der? Der brennt und kämpft weiter. Geil. Der battelt sich ja hier richtig durch, Mensch. So. Ich meine, wir haben es noch ein bisschen mehr drauf, aber der war schon gut jetzt, muss ich sagen. So. Vielleicht habe ich seine Kampfstärke dann doch unterschätzt, beziehungsweise seine Rüstung, wollte ich sagen, aber sieht ja doch nicht mehr so gut aus. Mein Freund? Warte hier. Ich halte hier die Stellung. Ich hoffe mal, du hast irgendwo noch einen Trank in deiner Arschritze versteckt, den du dir gleich einwerfen kannst, wenn du hier wartest. So, wir speichern. Oder irgendein Stück Fleisch. Mach eine Brotzeit, genau. So, und wir sehen uns jetzt hier erstmal um. Ich hoffe, das war's hier soweit. Wobei, nein, war's nicht. Da drüben sind auch noch welche. Okay, hier ist noch ein Mühlstein. Was? Wer wird sterben? Wer hat das gesagt? Ach, verdammt! Du Bösewicht! Siehst mich nicht, siehst mich nicht. Kleiner, dummer Bösewicht. Oh nein, komm schon. Warum nur? Womit habe ich diesen verdammten Schamanen bedient? Nein! Oh, Glück gehabt. Oh nein!
Ich wollte ja ausweichen, aber da hat irgendjemand so einen Scheiß in den Weg gebaut da unten, an dem ich hängen geblieben bin. So, stirb in deinem Haus, dummer Schamane. Magierbrut! Könntest du mal zuhören? Bitte mal zuhören! Ach, ihr wisst, was ich sagen will. Ich sag's nicht. Ja, das ist... Die KI ist deutlich besser als in der Originalversion. Die Alternative. In der Originalversion wären die niemals auf die Idee gekommen, getimed abwechselnd zuzuschlagen, damit man ja nicht selbst zum Schlag kommt. Das wäre denen niemals eingefallen, aber hier sind sie wirklich schon taktisch ein bisschen besser ausgerüstet. Das heißt, hier muss man wirklich schauen, dass man nicht gerade in eine übelste Masse reinrennt. Das Blöde ist halt, ich muss reinrennen, weil dieser verdammte Schamane da hinten rumsteht. Und der bereitet mir richtig Kummer. So, machen wir es nochmal so. Ja, mach das. Versuch's zumindest. Hier, ich bin da. Daneben. Daneben. So. Komm, ich zeig dir mal, wie das geht. So schlägt man zu. So trifft man. So tötet man. Okay, speichern. Können wir den Nut vielleicht auch noch anlocken? Das wäre sehr günstig. Ey, Dude. Du wirst mich nicht mit deiner Armbrust treffen. Komm mal rüber. So, schön. So habe ich mir das vorgestellt. So, erstmal die. Vielleicht bleibt der Schamane. Nein, der bleibt. Doch, das ist nicht der Schamane. Der steht noch drin. Gut. Das ist sehr gut. Ah, oh, komm. Schamane und Elite. Oh, scheiße. Schamane und Elite-Krieger. Ich werd bescheuert. Das ist nicht gerade die beste Mischung. Eigentlich müsste ich mich um den Schamanen kümmern, denn wenn ich zu weit von dem... Was war das denn? Oh, komm, 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 auf den drauf, auf den drauf, auf den drauf, weiter, 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 ja. Schaut euch bitte mal meine Lebenspunkte an, das ist episch. Ich pfeife aus dem allerletzten Loch, aber ich habe sie hingekriegt. Ach, schön, speichern. Ach, das ist witzig, das macht sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch normalerweise noch nicht bereit wäre dafür und ob ich eigentlich noch was anderes tun sollte, bevor ich hier in Vanguard groß die Action steigen lasse. Oh, schaut mal, ein Klingenstab. Aber es macht schon Spaß gerade, muss ich sagen. Es ist schon irgendwo witzig. So, einmal Mühlstein heben. Vielleicht bringt uns das ja was, die Stärke zu erhöhen. Und ich trinke mal was derweil. Ah, was? 287? Waren wir nicht schon mal... Ach nein, wir waren bei 282. Stimmt. Da habe ich mich vertan. Habe ich schon gespeichert? Bestimmt. Ich tue es trotzdem nochmal. Hier steht aber auch wirklich an jeder beschissenen Hausecke noch ein Ork rum. So, also ich würde sagen, die haben nicht nur die halbe Stadt erobert, die haben die ganze verfluchte Stadt eingenommen. So, zack. Da war das natürlich äußerst schlau mit der Barriere, das hat richtig viel gebracht. Wobei, immerhin, die haben es ja geschafft, bisher noch die Burg selbst zu halten. Meinst du? Probier's doch mal, mein Freund. Hier. Spür meine Klinge! Und damit hat sich das schon für dich erledigt. Und der Elite-Krieger ist der Nächste. Oh, der hat eine Armbrust in der Hand. Aber der wartet fein, das ist gut. Und jetzt zückt er auch die Nahkampfwaffe, das ist auch gut. Denn gleich habe ich den Elite-Krieger da auch noch, damit kann ich auf ihn losgehen. Jawohl, ach, das ist auch einer, okay. Schön. Ja, jetzt Frame für Frame werden wir diesen Kerl in Scheiben schneiden. Kriegen wir es noch hin? Na, zumindest ruckeln wir ein bisschen schneller als vorher, das ist ja schon mal was. So. Tod. Tod und Verderben bringen wir für unsere Gegner. Und kaum ist der Kampf zu Ende, läuft es wieder flüssig. Das ist total sinnvoll oder total nützlich für uns auch. Wenn es dann schlecht wird, wenn wir gerade mal flüssiges Gameplay bräuchten. Und dann immer besser wird, wenn es wieder unwichtig ist.